erstmal herzlich willkommen zum Motokoi Blog und die Konishi Koi Farm ist im Größenrausch. Joji Konishi, unser aller Präsident, hat sich gerade die Bilder angeschaut von den Rekordfischen, von den Giganten, von den Ochiba, Ginrin Ochiba. Und er als Founder dieser Karashi-Blutlinie hat zum ersten Mal zumindest ein Bild von einem dreijährigen und 89 cm Karashi gesehen. Das hat ihn natürlich auch umgehauen. Tanoshimi, ne? Und er freut sich jetzt auf die, in Anführungszeichen, zweite Wahl, die wir reinbringen. Aber Sie haben es im Naturteich gesehen. Das ist alles andere als zweite Wahl. Das sind auch absolute Megafische. Die Jungs sind heiß. Und ich habe gerade gesagt zu Konishi, wo er ihn gefragt hat, und du wirst die Tiere, ihr werdet sie nächstes Jahr gleich züchten. Dann sage ich halt, ich habe die alle gekauft. Wenn ihr züchten wollt, sollt ihr mich fragen. Und dann sagt er, im Spaß natürlich, das waren ja 12 Tiere oder 11 Tiere, die wir ausgepackt haben, sagt er zum Konishi, überhaupt kein Problem, macht dir keine Sorgen, wir haben sie ihm für 3,2 Millionen Euro verkauft. Dann sage ich, ein bisschen teuer, oder? Und dann sagt er, ja, er hat sie mir zu dem Preis verkauft, was die Elterntiere alle über ihr Leben bringen würden. Und das war ja witzigerweise das, was ich Ihnen oben erzählt habe, dass so ein Elterntier, man muss es ja betrachten, was kann es im Leben an Ertrag für so eine Farm bringen? Ob das jetzt bei 11 Tieren 3,6 Millionen oder 3,2 Millionen, er hat von 360 Millionen Yen gesprochen. Ob das jetzt tatsächlich die Summe ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe sie dann gefragt, wie viel kann ein gutes Elterntier bringen? Und dann haben sie beide überlegen, sagen, wir wissen es nicht. Die Zahl ist auch völlig, in Anführungszeichen, scheißegal, weil das ist keine Maschine, die man investiert, die man dann abschreibt, wo man seine Garantie drauf hat, die man reparieren kann, sondern ein gutes Elterntier, das funktioniert einfach so lange, wie es funktionieren kann. Und wenn es irgendwann mal verstorben ist oder nicht mehr ableicht oder konditionell nicht mehr gut drauf ist, dann ist die Geschichte einfach vorbei. Aber ich verspreche Ihnen, das, was Sie heute gesehen haben, in der Ochiba-Richtung, in der Shisui-Richtung, mit der Asagi-Geschichte, was Sie vorhaben, das wird die Farm ein weiteres Mal verändern, wird die Blutlinien auffrischen und wird in die bestehende Blutlinien noch mehr Wachstum bringen. Was lasst du es? Ich halte hier gerade alles auf, spielt überhaupt keine Rolle, weil Modern Koi geht vor. Spaß. So. Und jetzt schauen wir uns einfach von den 35 noch verbliebenen Koi einige an und werden auch damit Spaß haben. Wir fangen mit einem Karashi an. Karada war super, ne? Also die Körperform ist brutalst. Wirklich brutalst. Wann sind sie? Kyuchugo, Hikuchugo. 79 cm bei brutalstem Körperbau. Sie werden heute sehen, die Karashi sind überwiegend vom hellen Typ. Und das ist zum einen die Farbe, die sie groß machen wollen. Und zum anderen ist es auch die Farbe, die am größten wird. So, jetzt kommt der erste 80er Karashi-Goi. Ist noch in der Schönheitspflege. Wir haben schon wieder Regen wie Sau. Kannst du das sehen? Schauen wir uns gleich in der Wanne an. Ja, das ist ein Brett. Die zwei Konishis schauen gerade, den wir davor drin gehabt haben. Der war klein, 76, aber sie haben trotzdem gesagt, sie verkaufen ihn nicht. Der hat jetzt 78, da bin ich jetzt gespannt. Ich habe spontan dann gesagt, Tadegoi, Tadegoi. Also, wird auch nicht verkauft. Geiler Fisch, top. Also hier schüttet es jetzt mal richtig, richtig. Tadegoi. Are Taifun das See? Also hier geht es richtig ab gerade. Also vielleicht da an den Hintergrundgeräuschen. Der erste Ginrin Koaku. Warte mal hier. Dann sind sie Nanani. Kyuroku. Ah, QQ. Ah, Roku Q. Ah? 68 cm, ging auch viel kleiner in Naturteich.
Wird immer noch stärker gerade. Parcours. Der nächste Karashi ist im Anmarsch. Auch wieder vom hellen Typ. Man guckt, jetzt sieht hier wieder die Proben. 20% der Koi. Aber der Ursprungskoi, also 10 Koi bei 50 Stück, heißt 5 Röhrchen, a 2 Fische. Und das machen wir über die ganze Ikeage hinweg durch. Nein, Senji? Ja? 78. Man sieht zwischen den Genrin-Karashi und den normalen liegen hier jetzt im Schnitt 8 bis 10 cm nach 3 Jahren. Und die 8 bis 10 cm darf man nicht nur in die Länge messen, sondern Fische wachsen dreidimensional. Also die werden dabei auch deutlich breiter. 79. Ja, hier haben wir einen geilen orangenen Karashigoi. Aber achten Sie mal drauf, Farbe kostet Körper. Und ist ein bisschen schlank, aber trotzdem mega geiler Koi. Und ich tippe sogar darauf, dass Sie ihn nicht verkaufen wollen. Odi Takunai, ne? Marco. Also verkauft wird er, aber sie sagen, es ist ein sehr, 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 sehr guter Fisch. Und auch das klingt rekordverdächtig für einen Soragoi. 75 cm in 3 Jahren und auch ein perfekter Body. Hier ein bisschen von diesem Schwarz, was man bei Ochiba immer mal wieder sieht. Die Kratzer hier, das Grau, Schwarz geht weg. Das hier ist wahrscheinlich von Geburt. Und schauen Sie den geilen Kopf, die geile Färbung und den gesamtgeilen Körper an. Und da dürfen Sie sich sicher sein, 90, 95 cm. Nada problema. So, hier haben wir 69 cm. Genrin Karashi, perfekte Färbung. Genrin nicht ganz so ausgeprägt, aber immer noch ausreichend schöner Körper. Die sind insgesamt etwas gedrungener als die normalen Karashi, aber gucken Sie sich heute bei allen Fischen, die sehen aus, wie wenn sie in ihr Kostüm reingeschossen sind. Wahnsinn, unfassbar. Und die zwei Herrschaften haben sich gerade schon unterhalten, dass sie wahrscheinlich Yamaguchi wieder zum Teich für die Jumbo-Karashi machen. Das wird er sein. Wie viel hat er vorher gehabt? Gochiroku-Kara. Also der hat 13 cm gemacht, das ist pervers. Ja, das ist der Teich der Rekorde. Wir haben hier einen Genrin Jongletscher Goi von 58 auf 75. Ich wünsche mir so, dass die Blutlinie funktioniert. Gehört dem deutschen Kunden, gucken Sie sich dieses Schlachtschiff an, dieser Körper, dieser Kopf. Shinji Darenai. Motai nai, ne? Ich hab grad gesagt, dass Motai nai, dass es schade ist, dass es schon verkauft ist. Und er sagt Kunishi sofort nein, er freut sich, weil mit diesem Koi wird eh nicht gezüchtet. Und der Körper, Kampeki, ne? Also der ist Sugoi. Warate kudasai. Er hat gratuliert und das ist brutal. So, und hier wird der nächste Rekord aufgestellt. Wieder von einem Soragoi, 3 Jahre, 80 cm. Mit 67 gestartet und der Fisch ist simply perfect. Also, Karada war Sugoi, ne? Also, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Einfach ein Riesenbrett. So, jetzt haben wir den größten Genrin Jongletscher Goi aller Zeiten mit 79 cm, dreijährig. Brutal. Also, wir hatten schon größere, aber nicht mit 3 Jahren. Und auch er wird nicht verkauft. Aber das Wachstum bleibt immer noch. Das Rekordwachstum heute mit 17 cm ist immer noch bei unserem Kunden. Weil er hatte 64 cm und ist auf 79, also 15 gewachsen und der andere
hat er nur 58 und ist auf 75 gewachsen. Geiler Koi, mega Koi, wird nicht verkauft. Ja, Kusenji war dein Job. Misetiku das sei. Sondern Shoraimi. Also, sie zeigen uns, dass er auf einen Meter wachsen kann. Also, heute ist die IKEA richtig geil, Jungs, oder? So, diese Werbesendung wurde präsentiert von Koi Lounge Zürich. King of Japanese Bread and in Switzerland sold Japanese Koi. Wo sie gerade den Ojiba reingesetzt haben, habe ich gesagt, ups, der ist aber klein. Und dann sagt er, wie groß war der vorher? 56, ist er auf 70 gewachsen. Sagt er, der ist nicht klein, der ist normal. Und unter den normalen hat er auch noch zu den großen gehört. 71 cm hat er sogar. Also, das ist 15 cm gewachsen. Reich. Man ist halt verwöhnt. Ja, und hier haben wir einen von drei Deutz Karashigoi, die heute zurückkommen. 76 cm. Genialer Body. Bin ich mir auch nicht sicher, wie sie sich entscheiden, ob der zum Verkauf steht oder weiter großgezogen wird. Wenn die zwei Köpfe aneinander kleben, dann droht Ungemach. Toller Fisch. Wahnsinn. 77 cm Orangi Deutz Karashigoi mit perfektem Körper. Er hat sofort reagiert, als der Fisch in die Wanne kam. Und manchmal braucht er ein paar Sekunden, aber da hat er sofort gesagt: Arei! Mesurashi, ne? Orangi to Volume Arukoi, ne? Also Orange und dieses Volumen, das ist echt selten. Tsukokenami ist Tsukokui, die Rückgratbeschuppung, Seitenlinienbeschuppung. Ah, Mutanai! Mutanakoke, Hitotsuari. Und da hat er eine Mutanakoke. Ah, nee, da war Hunter nicht. Dani Gimasta. Ich habe gesagt, jetzt ist der Preis nach unten gegangen. Nein, ich glaube nicht, dass er den verkauft. Uritai? Uritagunai. Also, der wird sicher nicht verkauft. Ja, Margo und Akimoto vergleichen, dass sie der Richtige haben. Hier ein Ginrin Beni Karashi, auch ein geiler Koi, 66 cm. Und schöner Fisch, schöne Farbe, Shimi Nashi, ne? Doku? Ach Gott, ach Gott. Ganz kleine Jimmy hat er gefunden. Sascha ruft sofort, brüllt durch den Raum, Korinthenkacker, was soll das? Macht den Fisch nicht schlecht. So. He's making business, er macht Geschäft. Yeah, me too. I'm working as well, honey. Jetzt tippen sie alle voll im Handy rum. Ich habe keine Ahnung, wie viele Fische wir geblockt haben heute in der Euphorie. Hier, finde ich, ist ein geiler Abschluss. Ein Genrin Karashi mit 69 cm in der traditionellen Farbe. Witzigen Genrin, aber die Genrin-Qualität steht bei den meisten von diesen Koi nicht im Vordergrund. Ist schön, bringt was, aber normalerweise ist das Genrin schön im Streifen über die Schuppen. Das hier ist etwas zu groß, glänzt etwas zu wenig. Das ist aber nicht schlimm, denn der Koi ist vom Body her perfekt und von so her ein würdiger Koi, um den Block heute abzuschließen. Gerade hat Makoto zu seinem Vater gesagt, hier sieht es noch aus wie normalerweise nach der IKEA Gesugura. Und das sind so dermaßen riesen Viecher, so prall gefüllt, so geile Muskelmasse. Also das hatten wir dreijährig wirklich noch nie. Und Sascha hat mich gerade vorher gefragt, ob ich das Gefühl habe, dass dieses Jahr besser ist als letztes Jahr. Dann sage ich, so genau kann man das nicht vergleichen. Ich merke, dass seit 15 Jahren es bei Konishi einfach aufwärts geht. Dass man merkt, die Blutlinien werden besser. Sie wachsen besser. Wenn irgendwo Scheiße passiert, merzt man das wieder aus und ist ständig damit beschäftigt. Neue Blutlinien, neue Elterntiere zu produzieren. Man geht her und macht ganze Zuchten nur als Ziel für Elterntiere und schauen Sie,
Die werden nicht müde, Koi zu schauen, Koi zu schauen, Koi zu schauen, Koi zu schauen, Koi zu schauen. Marc hat heute seine vorvorletzte, noch zwei IKEA gehabt. Und nach der letzten IKEA geht es direkt an den Flughafen, dann darf er wieder heim zu Frau und Kind. Sascha muss mich noch 10 Tage ertragen, hat heute seine erste IKEA gehabt. Ich glaube, der schläft nicht, dann müssen wir irgendwie einen warmen Tee kaufen nachher. Oder kannst du meine Bettflasche haben? Und hi, arigato gozaimashita. Ontoni kyowa omoshiro kata. Sugoi, arigato. Hi, mina, arigato gozaimashita.